Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Tin-Contract wechselt zum VfL Gummersbach, Urheberrecht Getty Images. Der VfL Gummersbach verpflichtet Tin-Contract von RK Zagreb. Trotz der schwierigen Lage in Gummersbach möchte der 29-Jährige ein Zeichen setzen. Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat seine erste Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht. Der Kreisläufer Tin-Contract 29 kommt im Sommer aus seiner Heimat vom kroatischen Rekordmeister RK Zagreb zu den Oberbergischen und erhält einen Zweijahresvertrag. Tin-Contracts Stärken liegen vor allem in der Defensive, genau das ist ein Bereich, den wir zur kommenden Saison auf jeden Fall verstärken wollen, sagte Will-Geschäftsführer Christoph Schindler. Tin-Contract möchte ein Zeichen setzen. Tin-Contract sammelte bereits Erfahrungen in der Champions League und in der kroatischen Nationalmannschaft, mit der er 2017 bei der Weltmeisterschaft in Frankreich ins Halbfinale einzog. Gummersbach steht derzeit nur auf dem 16. Tabellenplatz und schwebt damit in akuter Abstiegsgefahr. Sicherlich ist die sportliche Situation beim VfL angespannt, sagte Tin-Contract, dennoch möchte ich mit meiner frühzeitigen Vertragsunterzeichnung auch ein Zeichen setzen.